Wir hatten das Glück, in einer für die Welt nicht so lustigen Zeit ein wahnsinniges Projekt durchzuführen. Und ich möchte euch ein bisschen aufzeigen, wie wir da den Weg gegangen sind. Und wenn wir dann am Schluss noch Zeit haben, auch ein bisschen über die Prozesse, wie wir das Ganze gemacht haben, um für die testende Bevölkerung möglichst ein gutes Produkt zu haben. Voilà. Also, wir gehen fast 2 Jahre zurück. Das war Ende 2020, Anfang 2021, hat mein Heimatkanton Graubünden angerufen und gesagt, ja, der Regierungsrat hätte da 15 Millionen gesprochen, grundsätzlich am Parlament vorbei, und sie möchten jetzt testen. Und ich soll bitte kommen. Das war Samstagabend um 8. Ich habe dann NFL damals geschaut und gesagt, ja, Herr Bühler war ja damals, rufen Sie mich doch bitte morgen an. Ich bin gerade am Football schauen und das ist für mich heilige Zeit, weil es ist Playoffs. Und dann habe ich gesagt, morgen zwischen 10 und 12 habe ich Zeit. Und um 9.58 Uhr hat das Telefon geläutet. Dann wusste ich, okay, da nimmt wahrscheinlich jemand das relativ ernst. Habe dann ihn danach gegoogelt und gemerkt, er war der Chef des Krisenstabes im Kanton Graubünden. Oberst im Generalstab, im Militär. So wie er mich anschaut, ich bin jetzt nicht unbedingt die Person, die da mit vielen Strichen durch die Welt läuft. Und dann habe ich dann einen anderen Auftraggeber informiert, dass ich da ab Montag vielleicht nicht mehr da sein möchte. Ich habe dann den Herrn Bühler auch gesagt, was Sie machen, ist grundsätzlich Nötigung, weil ich bin Heimwehbündner in Zürich und wenn der Kanton sagt, komm bitte zurück und hilf uns, dann darf ich ja grundsätzlich nicht Nein sagen. Und die Idee war, wie kann man ein Testsystem aufbauen, gemeinsam mit einer Plattform, was dezentral funktioniert und wo man das Ziel hat, möglichst die Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen, dass ein geregeltes Leben im Kanton möglich ist. Wenn jetzt die Leute im Unterland denken, ja, die Graubündner haben das ja grundsätzlich nur gemacht, um auch ein bisschen ihre Wintersaison zu retten, da, weil ja im Winter wahrscheinlich 85% der Wertschöpfung über den Tourismus und annähernde Zweige entstehen, dann darf ich dem wahrscheinlich jetzt hier nicht ganz widersprechen. Ich bin dann dahin gegangen und wir haben es tatsächlich geschafft, das Ganze zum Laufen zu bringen. Es gab bereits eine Plattform und die hatte einen Nachteil, die hatte ein Labor, das angeschlossen war. Und für Graubünden haben wir das dann auf die Beine gebracht und haben dann zum Glück ja auch noch Verbindungen zu einem Bahnsystem, das ja jetzt weltbekannt geworden ist, seit Ende Oktober. Und die haben für uns dann die Rückwärtslogistik gemacht ins Labor. Und das hat dann mehr oder weniger gut funktioniert. Und dann hat sich dann der ehemalige Auftraggeber bei mir gemeldet. Sie sehen da unten dieses Logo, blau und weiß. Das ist ja eine Klinikgruppe, die nicht weit von uns weg den Hauptsitz hat. Und er hat gesagt, du, was du da oben machst, das ist ja wahnsinnig interessant. Und gibt es eine Möglichkeit, das für die Schweiz zu machen? Ja, grundsätzlich ja. Aber wir haben da ein Problem. Wir haben eine Plattform mit einem Labor. In Graubünden haben wir 200.000 Leute. Wir gingen davon aus, dass ungefähr 25% der Leute testen müssen, damit man einen signifikanten Effekt haben kann. Und wenn ein Labor halt eine gewisse Kapazität hat, dann ist es natürlich schwierig, das auf eine Bevölkerung von dann 8,3, also x minus Graubünden, auszubauen. Gut, dann Graubünden hat dann funktioniert und vom Typ her bin ich eher der, sage ich mal, von 0 auf 85 kommt und die finale Prozessanpassung, das ist ja nicht unbedingt mein Ding, das sind dann andere Menschen, die dafür spezialisiert sind und das auch deutlich besser machen. Und dann sind wir nach Zürich gekommen und dann
haben wir uns dann tatsächlich entschieden, etwas Neues zu bauen. Sie müssen sich auch vorstellen, die Hirslanden-Gruppe ist jetzt nicht unbedingt diese Einheit, die dafür bekannt ist, Grundversorgung zu machen in der Schweiz, sondern das wird ja immer vorgeworfen, dass es eher Rosinenpickerei und solche Dinge sind, die man da macht, obwohl sie eigentlich sehr, sehr vieles machen. Also ein Drittel der Patienten sind auch OKP-Versicherte. Und dann habe ich von Anfang an gesagt, wenn wir was Neues bauen, dann muss es nach hinten die Möglichkeit geben, dass möglichst viele Labors eingeschlossen sind. Sie haben es ja vorhin gesagt, wir hatten dann plötzlich 15 Labors. Und gleichzeitig hatten wir das Problem, dass die Zeit gebrannt hat und die nächste Welle war schon im Anflug. Also wir hatten sehr viel Zeit. Wir haben das Glück gehabt, einen sehr guten IT-Partner zu finden. Und dann war der Herr Littke von Hirslanden so smart und hat gesagt, wenn wir das innerhalb der Gruppe lassen, dann schaffen wir das schon. Aber bis dann ist die Pandemie vorbei. Und dann hatte ich dann das Glück, das Pech, den Druck, was auch immer, das zwar über die Finanzflüsse von Hirslanden laufen zu lassen, aber komplett externalisiert. Und er hat gesagt, so, jetzt stellst du einfach dein Team zusammen. Und ja, okay. Dann haben wir mal als erstes eine Person gehabt, die IT gemacht hat, die als absoluter Experte da war. Der hat das Mondesir Medical, also das EPD, in Genf eingeführt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass in meinem früheren Leben hatte ich noch eine Person in Moskau kennengelernt, der hat sich mit Logistik ausgekannt. Er ist dann später CEO von Panalpina geworden. Panalpina wurde verkauft und er war jetzt in einer Zeit, wo er Zeit hatte, um so etwas mitzumachen. Also da ist sehr, sehr viel Glück, teilweise auch Netzwerk dazugekommen. Und dann sind wir zusammengesessen und haben gesagt, so, wir müssen möglichst schnell so etwas aufbauen. Sind dann gestartet, das war am 17., 18. Februar 2021. Und ich habe hier nochmals ein Bild aufgezeigt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen aus dem Gesundheitswesen kommen. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich eine Frage stellen würde, ist das Gesundheitswesen eher links oder rechts? Ich glaube, auf die Umfrage können wir verzichten. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ein System zu haben, sowohl innerhalb unserer Kerngruppe wie auch mit den Partnern, mit denen wir gearbeitet haben, wo jeder sich selber nicht zu wichtig genommen hat, jeder wusste, was ist der Asset von den anderen und zusammen haben wir dann plötzlich wahnsinnig vieles erreicht. Meine Hoffnung besteht natürlich, dass nach der Pandemie, wenn die Krise vorbei ist, die Menschen im Gesundheitswesen auch wieder in so einer Art und Weise zusammenarbeiten können. Die bisherigen Erfahrungen, die sind aber jetzt erst ein halbes Jahr seither, deuten eher in eine andere Richtung. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also, das nochmals, was ich vorhin gesagt habe, oder wie finden wir asymptomatische Menschen, möglichst früh rausnehmen. Die Menschen mit Symptomen dürfen sich nicht testen lassen in diesem System, sondern wie finden wir Leute frühzeitig raus, dass da die Lawine möglichst früh aufgehalten werden kann. Wir haben dann relativ schnell das Glück gehabt, mit dem Menschen vom beliebtesten Amt der Schweiz zu sprechen. Der hat so drei Buchstaben, beginnt mit B und endet mit einem G. Dazwischen ist haben Sie noch fünf Möglichkeiten für ein Vokal. Und da ist mein krasses Learning, es gibt nicht das BAG, es gibt die Menschen im BAG. Und auch da müssen Sie die richtigen Menschen kennen und mit ihnen zusammenarbeiten. Und wenn Sie mit denen was machen können, dann können auch die für Sie Wunder bewirken. Das BAG hat klar vorgegeben, es muss PCR sein, es darf nicht ein Schnelltest sein, Antigen-Schnelltest, weil die Zuverlässigkeit bei der asymptomatischen Patienten viel zu tief ist. Und
wichtig, wir müssen das Ganze dezentral machen. Das heißt, wir müssen die Menschen in der Schweiz versuchen, am Prozess mit teilzuhaben. Auch das im kompletten Gegensatz zur Medizin, was zurzeit passiert. Man kann ja fast nichts selbst machen. Wenn man es macht, dann muss man es dazu noch selber zahlen. Hier haben wir gesagt, wir geben die Macht oder einen gewissen Teil der Macht, Empowerment der Leute in die Betriebe, in die Schule. Sie sollen Teil der Bewegung des Prozesses sein, um so etwas durchzuführen. Dann gab es gemäß Verordnung, Covid-3-Verordnung Anhang 6, interessiert Sie jetzt nicht wirklich, den Kanton, der für die Rechnungskontrolle zuständig war. Ich habe dann beim BAG relativ früh angerufen und gesagt, das ist ja ein Wahnsinn, oder dieser Föderalismus, jetzt machen wir eine Lösung für einen Kanton, warum können wir nicht eine nationale Lösung machen? Und dann hat dann eine Person des BAG so ein Kraftwort in einen Chat reingeschrieben, wo ich dachte, okay, also ich glaube, das bringen wir nicht durch. Haben dann einen Monat mit dem BAG verhandelt, sind dann zurückgekommen und haben dann entschieden, Briefe an die Regierungsräte zu schreiben. Und lustigerweise haben innerhalb von 5 Tagen 8 Regierungsräte zurückgeschrieben und gesagt, ja, wir wollen das mit euch machen. Das Problem war, wir waren noch nirgends. Wir hatten ungefähr seit 10 Tagen begonnen zu kodieren und wir mussten den Leuten im Regierungsrat Hoffnung verkaufen, dass am 1. April, das war unser Ziel, dass das Ganze funktionieren würde. Wir hatten noch keinen Logistikpartner, hatten die Tests noch nicht eingekauft und so weiter und so fort. Das waren eigentlich noch relativ lustige Tage und Nächte. Das Glück war eigentlich, dass man am Abend so müde war, dass trotz kreisenden Gedanken man dann trotzdem eingeschlafen ist. Oh, Entschuldigung. Hier einfach kurz der Prozess, wie wir vorgegangen sind. Wir brauchten einen Vertrag mit einem Kanton. Sobald wir den Vertrag mit dem Kanton hatten, konnten die Betriebe sich einbinden bei uns im System. Die Betriebe hatten das dann zu einem sogenannten Poolmanager, der getestet hat. Wir haben die Logistik über die Plattform organisiert, das hat die Schweizerische Post gemacht. Wir haben teilweise 800, 900 Pakete pro Tag an Postpaketen versendet mit Tests. Dann haben wir ein Kuriersystem aufgebaut, welches man über die Plattform aktivieren konnte, dass das möglichst schnell ins Labor ging, weil die Leute hatten einen wahnsinnigen Anspruch, dass die Tests 2 Minuten, nachdem man gespuckt hat, schon ausgewertet waren. Und wenn es 2 Minuten später kam, dann gab es auch sehr schöne Mails. Und die gingen dann, weil jeder kennt irgendwo von einer Schule jemand in einem dieser 5- und 7-Ebenen. Und dann bekam ich dann immer sehr schöne Briefe aus den Kantonen und ich soll das doch bitte regeln. Aber ich bin noch da, bin ein bisschen gau geworden, das darf ich sagen. Und das war der Prozess, dann war es im Labor, wurde über die Plattform, wurde das Resultat übertragen. Und am Schluss haben wir die Abrechnung für die Labors, für die Kantone gemacht. Der Kanton hat die Rechnungskontrolle gemacht und das dann an die Eidgenossenschaft weitergesendet. So. Einfach Frühling 21. Wir waren mitten in der Delta-Welle, die nicht so eine so hohe Übertragbarkeit hatte, wie wir das jetzt haben mit Omikron, aber einen viel, viel höheren Impact, wenn es um Spitaleinweisungen und so weiter ging. Also, die Dringlichkeit, etwas zu machen, war einfach gegeben. Das Wichtigste war, dass wir etwas hatten, das funktioniert. Und unser Ziel war immer 95% der Lösung muss funktionieren. Wir werden nie 100% schaffen und wir wissen, das gibt dann in der Folge schöne Mails.
aber wir haben gesagt, wir müssen etwas machen, wo die große Masse die Möglichkeit hat, getestet zu werden. Die Nützlichkeit, klar, kann man jetzt philosophisch diskutieren, braucht es sowas nicht. Wir sind der Meinung gewesen, insbesondere in der Delta-Welle hat das einen wichtigen Einfluss gehabt, wenn man viele Leute getestet hat innerhalb der Kantone. Und das Design der Plattform zu Beginn war jetzt wirklich, ich habe jetzt nur 4 Punkte aufgeschrieben, aber wahrscheinlich wäre es Punkt 18 gewesen. Also es gab eine kleine Maske, da konnte sich der Poolmanager einloggen. Wir haben SMS dann eine Zweifachsicherung gemacht, dass er ein SMS bekommen kann mit dem Codewort und dann hat er sich da eingeloggt. Wie ich Ihnen gesagt habe, zu Beginn ging es wirklich nur um die Technik und das wirklich die User Experience zu Beginn, wir hatten einfach gar keine Zeit, war sekundär. Nichtsdestotrotz hat es sehr, sehr gut funktioniert und für Menschen, die technisch affin sind, man muss wahrscheinlich gar nicht sehr affin sein, wenn man einen IT-Prozess hat, dann funktioniert er oder er funktioniert nicht. Also was ich da noch aus dem Turbo Pascal gelernt habe, entweder hat das Kleine, was man kodiert hat, funktioniert und es gab immer das richtige Resultat, oder es hat nicht funktioniert und dann hat es aber nie funktioniert. Aber erklären Sie mal einem Schulleiter, der Panik hat, weil die Eltern anrufen und die Resultate nicht da sind, dass das Problem vielleicht auch beim Anwender sein könnte, dass er die Proben am falschen Ort einwirft. Also wir hatten in Zürich zum Beispiel, glaube ich, ungefähr 70 Sammelstellen in den Post-Offices aufgebaut. Und die Sammelstellen waren gut sichtbar, das waren Kartonboxen, wo man das reingeworfen hat. Und ich hatte dann mal einen Schulleiter, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt, ja, schauen Sie, also erstmal gab es ein sehr nettes Mail und dann habe ich dann primär immer zurückgerufen, dann waren die Leute dann plötzlich ganz anders aufgestellt. Und dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt gehen wir mal den Prozess durch. Was machen Sie genau? Er hat gesagt, ja, bis vor 3 Wochen hat es fantastisch geklappt. Und jetzt klappt es nicht und es liegt an Ihnen. Okay, ja, jo, kann ja sein. Da habe ich gesagt, okay, wie machen Sie das? Ja, da, und dann bringt der Abwart das auf die Post. Und von der Post geht es dann zu Ihnen und bei Ihnen klappt etwas nicht. Gut, ja. Gab es irgendwelche Änderungen? Ja, nein, nein, nein. Hat jemand gewechselt? Ja, wir haben einen neuen Abwart. Aha, okay. Wenn er bei der Post ist, tut er das auf dem Postschalter? Oder bringt er das in unsere Kartonbox und wir gehen mit dem Rückwärtskurier hin und holen das direkt ins Labor? Nein, das kann nicht sein. Klar, wie es rausgekommen ist, muss ich Ihnen auch nicht sagen. Er hat sich dann tatsächlich noch entschuldigt. So ist das Problem halt gewesen. Wir konnten nicht wir hatten am Schluss 60% der Schweiz, die bei uns unter Vertrag waren. Die kleinen Kantone haben sehr häufig Excel-Lösungen gemacht. Sie können sich vorstellen, der Kanton Appenzell-Innerrhoden hat 16.000 Leute. Die haben dann angerufen und gesagt, ja, sie machen keinen Vertrag mit uns, wir seien zu teuer. Dann habe ich gesagt, schauen Sie, das ist wie wenn ich die Hälfte der Stadt Bülach verloren hätte. Ja, für Sie geht das. Sie haben 7 Schulen und 19 Betriebe und das können Sie auf Excel machen und einer vom Zivilschutz geht vorbei und holt das. Aber wenn Sie mit Kantonen wie Watt, Zürich, Bern und so weiter arbeiten, dann muss es einen Standardprozess haben, der funktioniert. Dann ist es mit der Pandemie zum Glück rückwärts gegangen und zurzeit ist sie grundsätzlich kaum mehr da. Und wir haben dann gemerkt, wir müssen das Kundenerlebnis auf ein besseres Niveau bringen. Und das Codewort hierzu heißt Rückstellproben. Das heißt, bis und mit jetzt im Oktober hat man im Betrieb gespuckt,
zusammengemischt, jetzt nicht eine angenehme Sache kurz vor dem Mittag, das Ganze gemischt, von da eine Probe rausgenommen und nur den Pool reingesendet. Und wir hatten Kantone, es war der Kanton Uri, der nicht bei uns war, es war der Kanton Uri. Und es gab auch noch einen anderen Kanton, der klein ist, weiß aber nicht mehr welcher, die haben von Beginn weg Rückstellproben gemacht. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da kommen statt 100 Proben ins Labor, kommen 1000. Die sind anonymisiert, weil wir dürfen die Daten nicht hin und her senden. Die Labore sind innerhalb von 2-3 Wochen für kleine Kantone komplett überfordert gewesen. Und darum hat das BAG zu Beginn gesagt, nicht, machen wir nicht. Es gibt Pools und Pools und Pools und sonst habt ihr keine Chance. Und jetzt haben wir ein deutlich tieferes Testniveau und machen das Ganze mit Rückstellproben. Das heißt, jeder spuckt, hat einen Code drauf, den er einliest und es geht die Probe geht mit ins Labor. Aber Achtung, einfach, dass Sie die Zahlen wissen. Wir haben in den Wochen, wo wir am meisten getestet haben, das war Januar, Februar, 22, Dezember bis Februar 22, hatten wir 400.000 Tests pro Woche. Jetzt haben wir noch einen Kanton, mit dem wir testen und haben vielleicht 800 Tests pro Woche. Das ist komplett anders, da können Sie viel, viel mehr auf den Kunden individuell eingehen. Das war zu Beginn einfach nicht möglich. Das geht dann mit der Post zurück, alles jeweils mit einem QR-Code, wo man weiß, wo ist die Probe, weil das war das Learning, erinnern Sie sich noch an die Schule, die damals angerufen hat. Wir wollten einfach jetzt ein System haben, wo wenn jemand bei uns im Backend anruft, dass wir immer sagen können, schauen Sie, der Stamp von der Post ist da, der Stamp vom Labor ist da, das ist dort und dort und es hängt an dem, dem und dem. Das ist einfach, wie wir die Nachverfolgbarkeit, das sind die Kuverts, die gescannt werden mit allen Proben und die Personen können natürlich einzeln zugewiesen werden und nur 10 Leute da drin sind. Das ist das, was ich erzählt habe vom Timestamp im Sortierzentrum und der Timestamp vom Labor. Dann wird es untersucht. Und jetzt haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es wird wieder ein Pool gebildet. Der Pool ist negativ und alle sind happy. Oder der Pool ist positiv. Das heißt, wir haben die Hälfte der Probe nicht untersucht und wir können von dem Pool die 10 Proben, die maximal drin sein dürfen, nehmen wir die Hälfte raus und untersuchen alle nochmals. Wir wissen direkt, ob jemand individuell positiv gewesen ist oder nicht. Und das hat natürlich im Vergleich zu vorher, als wir nur den Pool geschickt haben, bei dieser Riesenlast, oder 400.000 Tests pro Woche, da musste man zurückgehen in die Schule, den Eltern erklären, warum sie noch mal spucken müssen. Dann haben viele Eltern Angst gehabt, die Kinder überhaupt noch mal in die Schule zu bringen, weil die waren ja in einem positiven Pool und das war ein Nightmare. Aber es ging nicht anders, weil einfach die Kapazität, PCR-Kapazität in den Labors, die war einfach nicht für so etwas geeignet. Und jetzt mit tiefem Testvolumen, ich glaube, das leuchtet jedem ein, ist es möglich, so etwas zu machen. Zudem sind wir jetzt auch noch direkt mit dem BAG konnektiert, elektronisch. Wir machen für die Labors auch diese Meldung ans BAG. Da kennen Sie ja noch diese bildlichen Übermittlungen von den Fax, die Anfang Pandemie eingegangen sind. Und Sangil Kim hat mir letztens erklärt, er sei ja eigentlich grundsätzlich, also es wäre der Abteilungsleiter Digitale Transformation am BAG, er sei ja erstaunt gewesen, wenn man das nur mit Wägen des Papiers, das über den Fax reinkommt, wie genau man grundsätzlich die Fallzahlen ermitteln könne. Aber das läuft jetzt bei uns elektronisch, das geht ins System rein und das BAG bekommt die Fallzahlen von uns. So,
Dann vielleicht noch zuletzt, ich merke, ich bin ja auch nicht wirklich besser mit der Zeit. Wir hatten 12 Kantone, wir hatten auch noch einen Vertrag mit dem BAG für ein kleines Testmodul, das aber zu spät gekommen ist und somit keine Bedeutung mehr gehabt hat. Das waren diese 400.000 Pools oder Tests. Insgesamt haben wir 6 Millionen Personen in der Schweiz durchgeführt. Es waren dann 17 Labors und nicht 15, aber das ist nicht so wichtig. Und was wir da hatten, ist, jedes Einzellabor ist irgendwann mal an die Grenzen des Machbaren gekommen. Da fällt ein Labortechniker aus, da fällt ein Gerät aus, das 2000 PCR machen kann pro Tag. Und dann hatten wir das Glück, dass wir dann zu den Labors, zum Beispiel nach Dübendorf, Bux, Luzern, ans USZ oder wo auch immer gehen konnten. Wir haben die Proben abgeholt. Wir wussten, wer hat noch Möglichkeiten, PCR durchzuführen, und haben dann mittels Kurier die Leute dahin gebracht, die Proben dahin gebracht. Und das wurde dann, natürlich hat man 2-3 Stunden verloren, aber am Schluss wurde es dann ausgewertet. So, ja, ich glaube, das ist einfach eher mal noch kurz zusammenfassen. Wir haben das sehr pragmatisch, funktionell aufgebaut. Und jetzt natürlich auch, weil nicht mehr so viel getestet worden ist, hatten wir natürlich erstens die Zeit und zweitens auch die Möglichkeit, das benutzerfreundlicher zu machen mit Rückstellproben, was natürlich für den Kunden ein viel besseres Produkt ist. Und für uns das Learning war, wenn Dringlichkeit und wirklich Druck besteht, war der Design natürlich zu Beginn ein bisschen weniger zentral. So, ich glaube, das wär's. Ja. Vielen Dank. Das darfst du mir da geben. Danke schon mal. Bleibst du kurz da. Vielen, vielen Dank, Geri, für diesen Einblick. Und ich habe mich ein bisschen zurückgeworfen gefühlt, genau in diese Zeit. Denn meine Söhne waren an der Schule und ich darf da auch sagen, das verlief unglaublich gut. Also ich mag mich gut erinnern, als sie nach Hause kamen in dieser ersten Woche, wo das mit dem Pooling begann. Ja, Papa, ich musste da reinspucken und alle anderen auch. Das war so grusig. Und irgendwie 2 Wochen später, ja, ich musste wieder sprechen. Also es war völlig Teil des Alltags danach. Und die Kinder haben das super gemacht. Wir hatten auch 2 Pools in den Klassen. Je nachdem blieb eine Hälfte der Klasse zu Hause oder die andere. Die Experience da für mich als Elternteil und auch für die Kinder war sensationell. Wir hatten dann vielleicht noch einen kleinen Kommentar zu dem. Wir hatten dann für das zweite BAG-Projekt ein hohes Interesse der SBB, dass man das bei der SBB machen würde und dann in den Bahnhofzentren, da hätte man auch hinkommen können. Und dann habe ich dann erklärt, ja, grundsätzlich funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich glaube so je nach Woche 85-93%. Und da hat er gesagt, weißt du, es ist wie bei uns. Niemand bedankt sich bei uns für einen Zug, der rechtzeitig kommt. Aber wenn einer 5 Minuten zu spät ist, sind wir sicher in der Zeitung. So. Das, ich glaube, das trifft. Ich reg mich schon auf, wenn das Tram 1,5 Minuten zu spät kommt. Sorry an alle Tramchauffeuren. Da hast du absolut recht. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Gut, bitte nochmals an dieser Stelle einen großen Applaus an Geri. Applaus